So, dann Holz für Stickies. Übrigens, vielen lieben Dank für die vielen, vielen Kommentare an dieser Stelle. Es freut uns, dass diese in Anführungszeichen Modifikation, die wir uns hier gebaut haben, bei euch so gut ankommt. Oh, du musst kommen, es wird dunkel. Es ist dunkel oder es wird dunkel? Ja, da die Sonne ist so gut wie unten. Okay. Sorry, habe ich gerade nicht so. Weil ich Wie will waren denn gerade. nochmal die Chords? Die Koords. X ist minus 253. Scheiße, ich muss hier. Warte, 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 warte. Da ist ein Skelett, das hat mich ins Visier genommen. Ich gehe mal ganz schnell um ein paar Ecken. So, du brauchst nicht X, Y, Z, sondern einfach in der Reihenfolge die Zahlen. Das passt. Okay, minus 253, Ja. 71 Ja. und 281. Sehr gut. So, jetzt fülle ich hier mal eben wieder die Öfen mit Kohle. Zack. Und zack. Das kommt da raus. Müssen wir uns auch was anderes einfallen lassen mit den Öfen, aber vorerst können die ja hier im Hof Platz haben. Brauchen wir bald eine Schmiede, ne? Wo wir die Sachen dann machen. Ja, mach mal. Schöne Schmiede hier hin. Die können wir doch vielleicht hier hin. Ah, nee. Nö, die bauen wir dann in nächste. Vielleicht hinten in den Berg rein oder so mit einer Schmiede. In Das so einem kann man bestimmt. Arbeiterdorf oder so, Ja, ne? ja. In den Berg drin, ne? So ein paar Läden rein. Ja. Wäre bestimmt ziemlich cool. Da ist so eine Zombie. So, jetzt geht's weiter mit den Handwerksarbeiten. So, wo war das jetzt mit dem Feld, wo immer was rausspringt? Hier. Ja, das dieser eine kleine Feld. Da springt andauernd so ein Samen immer raus. Wüsste ich jetzt aber nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte das hier gepflanzt. Genau da, wo du bist. Und da geht andauernd ein Samen raus. Sehr merkwürdig. Musst du da raus? Ja, Oh. ich habe aber Angst, dass dann da die ganzen Tiere mit rauskommen. Dann mach schnell. Tja, vielleicht habe ich das Problem jetzt gelöst. Wer weiß es schon. Jetzt muss dann nur erstmal wieder ein neuer Adblock rein. Hier ist es nicht. Hier. Ist jetzt was runtergefallen? Nee. Nee. Hast du noch einen Samen? Dann könnten wir das direkt mal ausprobieren. Ach so, warte. Nächste. Nee! Die kriegst du auch wieder. Ja, seht man das? War da zugefroren? Nein, war nicht zugefroren. Keine Ahnung. Ich habe einfach mal. Da war ein Steinblock drunter. Vielleicht liegt es daran. Deswegen habe ich da jetzt aus dem Steinblock einen Erdblock gemacht. Was wollte ich? Genau, Werkzeuge. Was brauchst du? Ich brauche im Moment noch nichts. Ich habe ein Schwert. Na, das noch in Ordnung. Zwei Spitzhacken, nö, das ist in Ordnung noch. Ich gehe mal gucken, was draußen so los ist. Ja, ich fange dann schon mal an, hinten die Brücke zu bauen. Sollte mir aber erstmal was zu essen mitnehmen. So, ein paar Steaks in den Magen hauen. Hallo, Herr Zombie. Der hat eine Schaufel in der Hand. Was? Hat er sie Schaufel. gedroppt? Nee, leider nicht. Da ist eine Spinne und ein Skelett. Auf der anderen Seite.
Gut, so, wir kümmern uns jetzt mal um den Ausbau oben der Brücke. Upsa. Das sieht aber echt schnieke aus mit den Fenstern. Das passt eigentlich. Besser wäre natürlich dieses verbundene Glas, ne? Aber, naja. Da ist sogar ein Enderman, der hat irgendwas in der Hand wieder. Zwei Creepies. Hallöchen. Nein! Mano, der ist so gemein gewesen. Wo ist denn die Workbench hier oben? Hast du die mitgenommen? Ja. Mano. Gucken wir mal. Die gehen auf keine Angebote mehr ein, die Creeper. Zwei Stück nicht. Was war das denn für ein Angebot? Ich wollte den Zipbeutel verkaufen. Ein Zipbeutel? Nicht angenommen. Hat er nicht angenommen? Nein. Ist aber auch ein Arschloch. Echt, ey. Finde ich nicht in Ordnung. Das wäre ein Schnäppchen gewesen. Nur 20 Cent ein Beutel. Tja. Oh, hat nicht gereicht. Aber es sieht ganz gut aus. Ich komm jetzt auch mal dazu, wenn schon keiner auf meine Verkäufe hier eingeht. Dann will ich auch nicht mehr. Da, ein Baum! Boah, es hat funktioniert! Bauer Jochen hat's vollbracht! Ein Hoch auf Bauer Jochen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Egal. Achso, ich wollte auch gerade auffüllen. Na gut. Ich habe noch genug Stein im Inventar. Aber ich finde, das sieht schon direkt schöner aus. Ja. Das hat einfach gefehlt, so ein Bäumchen da drin. Wir müssen noch Weihnachtskühlchen dranhängen. So, da oben ist die Brücke. Mhm. Finde ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Pass auf, nicht, dass du hier wieder runterfällst. Ich gebe mir Mühe. Kann man eigentlich, das ist ein Enderman und da ist ein Skelett. Nicht hau ab. Auch diese Steinmauern, die wir da unten gemacht haben, auch aus diesen Steinziegeln da oder diesen Blöcken da machen. Das wollte ich austesten, aber hier hat mir jemand die Workbench weggenommen. Ja, die hole ich dir. Wo hast du die denn hingetan? In die Truhe. Ja. Er braucht schon eine Workbench zum Bauen. Enderman, ich guck dich nicht an. Ja, ach, es wird wieder Tag. Ist das nicht schön? Wieder Tag? Ja. Willst du dann in die Höhle? Kann ich machen. Ja, muss nicht. Also ich wollte nicht rein, weil ich möchte jetzt erstmal weiterbauen eigentlich. Ja. Nee, ich kann in die Höhle gehen, ist kein Thema. Nehme ich mir noch was zum Essen mit. Zwei Spitzhäckchen habe ich. Oh, ich meine Workbench! Ich warte auf meine Workbench. Ja, da komme. Hinten hast du die hingetan. Hä? Da hinten hast du die hingetan. Bist du des Wahnsinns? Ja. Ja? Warum wundert mich das nicht? So, das Steinchen hier mal verstauen. So, dann komme ich. Ach, ja, schön. Ja. Ist ja super. Finde ich ja richtig klasse von dir. Ich weiß. Hallo. Jetzt können wir uns das Ganze hier schon mal angucken. Das sieht schon geil aus. So, ich bin in der Höhle. Kann man doch bestimmt was draus machen. Das mit dem Berg? Ja, auf jeden Fall.
Das sieht so geil aus. Ups. Da muss ich mal rauf, ey. Lass mich rauf! Ich bin auf dem Berg. So, geht doch. So, ich bin unten in der Höhle, ne? Ja. Ich gebe dir Bescheid, wenn es dunkel ist. Ich habe dir die Workbench auf die Brücke. Ja, danke. Gelegt. Platziert oder einfach nur drauf geschmissen? Nee, platziert. Ah, okay. Ich sehe schon. Boah, hier müssen wir was draus machen. Das sieht so episch aus von hier oben. Ich habe nur gerade gar keine Vorstellung, was wir hier raus machen können. Das ist so selten, dass ich mal keine Ideen habe. Das ist aber echt selten. Doch, ich habe eine Idee. Tadam. Tadam. So, gucken wir mal. Geht übrigens. Halbe Steinstufen geht damit. Aber gehen dann auch die Zäune? Nein. Halbe ja, Zäune nein. Aber ist ja nicht schlimm. Machen wir das mal ein bisschen anders hier oben. Ist ein riesengroßer Lavasee. Ja, das müssen wir vielleicht doch ein bisschen anders machen, aber egal. Gucken wir erstmal. Ach ja, genau, hier war ich ja schon mal. Hier hatte ich ja Lapis abgegraben. Vielleicht erstmal so. Ich weiß nicht, ob das aussieht. Ich hole mal gerade ein paar Steine aus dem Ofen. Mach das. Da sind auch noch welche in der Truhe, ne? Ich habe halt meine Steine jetzt abgelegt, wenn ich ja. In der Truhe bin. In der Truhe. In der. Was? Hier hat's reingeschneit. Was soll das? Ich klopp dich mit dem Steak kaputt, du blöder Schnee. Wofür habe ich denn sonst ein Steak? So, da können wir auch noch ein 64er Steak rein. Da braucht man nämlich eh noch ein paar mehr von. Jetzt wieder zurücklaufen. Ich bringe uns wieder ein bisschen Redstone mit. Ich glaube dieses, ja, mach ruhig. Ich glaube dieses, die Burg da hinten rüber wird ein richtig krasses Unterfangen. Wenn ich mir das so, wenn wir das so machen, wie ich mir das gerade vorstelle, wird das echt ein Megaprojekt hier. Echt jetzt? Ja. Das können wir eigentlich nicht machen, aber schauen wir mal. Was will ich denn jetzt hier an den Dingens? Ich wollte. Ja. Das ist eigentlich Quatsch, was ich hier gemacht habe. Boah, warum habe ich so kalte Hände? Wobei, das könnte man vielleicht doch so machen. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu krass. Aber vielleicht so. Ist ja alles jederzeit wieder abbaubar und dranmachbar. Upsa. Von daher. Irgendwo ein Skelett. Scheiße. Das könnte eigentlich schon fast passen. Ist ein bisschen schmal, aber naja. Naja.